Was geht ab, meine Seefighter Hauser hier? Und heute sind wir im Raum vom Geist und Zeit. Keine Ahnung, was mit der Bestrahlung los ist, aber. Ja, es scheint die Sonne gerade. Finde ich nicht schlecht, finde ich nicht schlecht. Für einen Sonntag ist es auf jeden Fall angenehm. Auf jeden Fall angenehm, alles klar. Wünsche auf jeden Fall einen schönen Sonntag und dann würde ich sagen, wir legen aber dennoch direkt los mit dem heutigen Team-Rating-Video. Und das erste Team hier ist an der Stelle von unserem Boss, der Boss Kappa. Lieben Dank fürs Einsenden hier an der Stelle. Und dann gucken wir uns mal gleich an. Es ist echt ein bisschen zu hell. Ich weiß gar nicht, was hier gerade abgeht. Aber ja, naja. Anyway, Hashtag Team Osudu. Wollt ihr mal mein super physisch Team zeigen? Hoffe, es passt so. Alles klar, dann schauen wir mal rein in deinem super physisch Team und gucken uns das Ganze mal an. Und zwar sieht das Team folgendermaßen aus. Wir haben hier Ele Gogeta als Leader, aber zählt trotzdem oder geht trotzdem als super physisch Team durch. Denn er hat ja auch quasi noch den zweiten Leader Skill. Da gibt er den physisch Charakteren Key plus 3 HP Attack und F90%, aber wir gucken mal, ob der Dude auf jeden Fall noch bessere Charaktere hat, die reinpassen könnten, wenn sie zur Fusion Kategorie gehören. Aber eventuell sollte das ein super physisch Team bleiben, vielleicht für Super Battle oder so. Also betrachten wir mal beides, let's go. Anyway, ja, die Charaktere gehören alle zum Niederskill, dementsprechend gibt es schon mal 6 von 10 Punkte, alle sind Max Level, Max Awake, sind 8 von 10 Punkten. Wenn ich mir das Team so ansehe, dann kann man das auf jeden Fall so spielen. Aber was man vielleicht ändern könnte, wären die zwei Gokus da unten, denn sie haben nicht den Linkskill Super Saiyan, obwohl beide nicht schlecht sind. Der eine ist bei dir auf 100%, den sollte man gar nicht mal so unterschätzen. Den haben wir damals bekommen, Free to Play. Der auf der rechten Seite ist ein neuer Goku, der Kaioken Goku, aber der ist wirklich solide. Aber wegen der Synergie, schauen wir, vielleicht können wir da ein bisschen was ändern. Alles klar. Alright, und zwar, wenn wir mal jetzt hier rüber switchen, jetzt so, boom. Dann haben wir folgende Charakterliste, das sind alle deine super physisch Charaktere. Okay, du willst wahrscheinlich wirklich ein super physisch Team, deswegen bleiben wir mal dabei. Dementsprechend hast du aber auch die Fusion Charaktere mit reingenommen. Ja, Super Saiyan Gotenks ist da mit drin. Was sich vielleicht wirklich eventuell ändern würde, wäre halt die zwei Gokus. Den 100% Base Form Goku würde ich vielleicht durch einen Supporter ersetzen. Da würde ich den Supporter als Rotationscharakter besser machen im Team, meiner Meinung nach. Deswegen, du hast jetzt zum Beispiel in der Mache LA Great Simon, kannst LA Great Simon nutzen, wenn du ihn quasi vollends awakes und zum LR-Status bringst. Aber auch so sollte er seinen Job auf jeden Fall solide machen. Ansonsten hätten wir da noch zwei Supporter, zum Beispiel Gohan oder Bardock. Und wenn wir uns da mal den Grafen ansehen, weiß, warum ich gerade geschrien habe, sorry. Dann würde ich euch bzw. dir folgendes empfehlen und sagen. Die erste Rotation kannst du quasi aus den drei Charakteren wählen. Sei es LR Goeta, physisch Super Vegito oder Super Saiyan Gotenks, denn Super Saiyan Gotenks und physisch Super Vegito teilen sich exakt die gleichen Linkskills mit LR Gogeta. Untereinander teilen sich gute Linkskills, aber ich würde LR Gogeta nicht mit Kefler in eine Rotation lassen. Du siehst schon, sie teilen sich nur einen Linkskill, also entscheidest du hier an der Stelle, sagen wir mal einfach mal, du hältst LR Gogeta mit physisch Super Vegito in der Rotation. Oder sagen wir mal Gotenks, weil Kefler teilt drei Linkskills. Okay, sagen wir mal LR Gogeta mit Super Saiyan Gotenks in einer Rotation und Kefler mit Super Vegito physisch, alles klar. Könntest du aber wie gesagt ändern, wie du magst. Das sind quasi mal unsere vier Charaktere, die wir im Team haben. Diesen Base Form Goku würde ich raushauen, wie gesagt, durch einen Support-Charakter kannst du einen aussuchen. Jeder macht seinen Job wirklich solide, sei es LR Great Simon durch seine Passive oder an sich natürlich dieser Bardock hier. Vorteil von dem Bardock gegenüber den beiden anderen wäre, er hat Fierce Battle. Und die Passive ist an der Stelle Key plus 2 für jeden und 20% für jeden auf den Angriff. Wenn die HP, glaube ich, 30 oder 50% drüber sind, sowas in der Art. Oder ansonsten, du gehst direkt auf den Super Saiyan Gohan und nimmst den mit in dein Team als Supporter, als Rotationscharakter. Denn der gibt für jeden 35%, sondern das ist dein Angriff und Verteidigung. Kannst ihn immer rein und raus sortieren. Also aus den drei Supportern würdest du nicht falsch machen, kannst jeden aussuchen. Wirklich, die machen ihren Job solide. Key ist, für Key ist gut gelegt im Team, deswegen könntest du auch ruhig den Super Saiyan Gohan mitnehmen. Und Super Saiyan 2 Gohan sollte das eigentlich sein, schätze ich mal. Naja, anyway, könntest du Supporter mitnehmen und dann quasi rein und raus rotieren. Auf der anderen Seite, wie gesagt, eigentlich könntest du den Goku mitnehmen, den Kaioken Goku, aber vielleicht würde ich wegen einer kleinen Sache den Super Saiyan Kaioken Goku mitnehmen, denn dieser hat den Linkskill Super Saiyan. Die sind mehr oder weniger von Linkskill Setups mehr oder weniger gleich. Ihr merkt es auch an den Graphen. Vorteil an dem Super Saiyan Kaioken Goku ist halt, der hat mindestens immer einen Linkskill mehr, nämlich Super Saiyan. Und ist auch wirklich individuell gar nicht zu unterschätzen. Er hat immense Damage, der Kaioken Goku zwar nur Supreme Damage, aber erhöht greatly seinen Angriff durch eine Ulti. Dennoch hat er Supreme Damage, der Kaioken Goku hat immense Damage. Und zwar seine Passive ist, er bekommt Key plus 3 und 100% auf den Angriff, wenn die HP 50% oder drüber sind, so soll er das sein.
Auf der globalen Seite. Deswegen würde ich eigentlich, also Supporte würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Hier kannst du selbst für dich entscheiden, ob du den Kaioken Goku mitnehmen willst oder Super Saiyan Kaioken Goku. Ich persönlich würde den Super Saiyan Kaioken Goku mitnehmen, der, ja, wirklich wegen nur einer kleinen Sache, aber das macht schon was aus, nämlich Super Saiyan wegen der Synergie im Team. Deswegen wären das an der Stelle dann die 8 von 10 Punkte für unseren Boy, der Boss Capper. Okay, wir machen weiter mit Otaku Out. Au! So ist unser Boy Otaku Out. Lieben Dank fürs Einsenden. Und zwar schreibt er uns. Oh, machen wir das mal so. Boom. Hashtag Team Osoru, ich wollte dich fragen, wen würdest du reintun? LR Gohan oder LR Super Gohan? Das, ja. LR Gohan gibt es, aber er meint LR Gohan oder Super Gohan, werden gleich sehen. Besser, du kannst über Road to 20k aus. Ey, 20k bist schon am Start. Dankeschön, Dankeschön. By the way, 15k wir erreicht die letzte Woche. Ich habe das nicht vergessen, Freunde. Ich habe ein kleines Special für euch vorbereitet, das ist auf jeden Fall noch in der Mache. Sollte, wenn nichts dazwischen kommt, morgen erscheinen. Was könnte denn dazwischen kommen? Ja, vielleicht die Ankündigung zu Evolution Vegeta und dann quasi kleine Vorschau von mir. Könnte sein, denn eigentlich sollte ja demnächst Informationen zu Evolution Vegeta kommen und ich könnte mir vorstellen, dass morgen oder spätestens Dienstag dann Ingame-Ankündigung kommt, dass zwei neue Dokkan-Events kommen mit Jiren und Evolution Vegeta und in den nächsten 2 Tagen, also die kommende Woche, sollte dann Evolution Vegeta erscheinen, falls dementsprechend auch nichts vorgezogen wird. Aber wir werden die Tage schlau, vielleicht auch morgen direkt. Anyway, das Team haben wir hier an der Stelle. Wir haben ein Potara-Team. Alle Charaktere gehören zum Leader-Skill, auch LR Gohan, denn LR Gogeta, Gogeta nicht, LR Vegito gibt er natürlich in Charakteren auch. Ki plus 3 HP hat er mit 90% und dann haben wir schon mal 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Level, Max Object, yes, das sind sie, 8 von 10 Punkte. Und das Team an sich, gucken wir uns mal Charakterliste an, Potara Rooster, oh, 100% Super Vegito, ist sehr, sehr gut. Auch seine Potara-Charakteren, hast du alles richtig gemacht. LR Vegito Leader, Kefla drin, physisch Vegito Blue, Super Vegito und unser Support Attack Vegito, deswegen bist du in deinem, also ich würde jetzt nicht Candy Vegito reinnehmen für LR Gohan, weil wenn wir uns mal die Charakterliste ansehen von In-Charakteren, du hast LR Gohan auf 79%, gratuliere dir und Super Gita ebenso. Deswegen hier deine Frage, hey Osuru, LR Gohan oder Super Gita? Eigentlich so vorneweg, ganz einfach gesagt, LR Gohan, er hat 2 Dupes, Super Gita zwar auch, aber LR Gohan ist ein LR und nicht nur deswegen, wenn wir uns den Graph mal ansehen, dann teilt er sich mit LR Vegito zum Beispiel 5 Linkskills in einer Rotation, kannst du auf jeden Fall halten. LR Vegito und LR Gohan in der anderen Super Vegito mit Blue Vegito teilen sich 5 Linkskills, Kefla als Rotationscharakter und Vegito als Supporter. Warum habe ich dann trotzdem Super Gita hingeklatscht? Du, ihr würdet mit Super Gita auch nichts falsch machen, du könntest auch Super Gita spielen. Wenn du mal Bock auf Super Gita hast, kannst du ihn statt LR Gohan nehmen oder auch vielleicht statt Kefla als Rotationscharakter. Der Zusatz bei ihm wäre, er würde Experience Fighters geben für LR Vegito. Müsst du selbst entscheiden, aber bedenke, der bekommt nur 90%, Kefla im Game bekommt den besseren Leader-Skill. Deswegen 1 zu 1 Vergleich, damit ihr das hier auch sehen. Ja, Super Gita hätte noch als Vorteil in Link-Skill Experience Fighters, wären 10% für LR Vegito. Aber der LR Gohan, LR ist mit 2 Dupes, hast du ihm teils 5 Link-Skills. Würde ich mich eigentlich für LR Gohan entscheiden, aber mit Super Gita machst du an der Stelle auch nichts falsch, mein Freund. Deswegen, ja, du hast LR Gohan drin gehabt. Gibt es einen extra Punkt dafür, hast du aus den Charakteren alles richtig gemacht. 9 von 10 Punkten an der Stelle für dich. Alright, so viel dazu. Dann kommen wir mal weiter zu dem nächsten Team. Und zwar bleiben wir bei dem Thema Gohan. Denn unser nächster Dude heißt sie an der Stelle Son Gohan Super Saiyan 2 Cell Games. Alright, die Message kam an. Wir haben hier ein Realm of Gods Team. Realm of Gods Team haben wir an der Stelle. Alle Charaktere gehören zum Leader Scale. Yes, das tun die 6 von 10 Punkten. Dann haben wir hier alle Max Level, Max Awake. Yep, 8 von 10 Punkten. Wir sehen ganz klar, die eine Rotation ist Strength Goku Black Rosé mit LR Goku Black Rosé, beziehungsweise LR Goku Black Rosé und Zamasu. Und die andere ist jetzt die Frage. Die andere, hältst du Ui Goku mit Godku oder LR Vegito Blue mit Kalten Goku Blue? Aber wir schauen uns erstmal deine Charakterliste an. Und aus deiner Charakterliste hast du eigentlich alles richtig gemacht. Also du kannst es wirklich so spielen, wie du es gemacht hast. Würde ich Fusion Zamasu reinholen für Kalten Goku Blue? Eigentlich nicht. Oder für LR Vegito Blue? Weil wir haben schon unsere Main-Rotation mit Strength Rosé und LR Goku Black. Hätte er kein LR Goku Black, würde ich sagen, nimm Fusion Zamasu mit Strength Rosé. Deswegen kann man das so lassen. Die anderen Charaktere hast du eigentlich auch seinen Charakterpool alles richtig gemacht. Frage vielleicht, wenn sich das jemand fragt, Strength Godku oder Agel Godku, wer ist besser? Die sind mehr oder weniger gleich. Aber Strength Godku spielte in einem Realm of Gods Team, wie der Dude es richtig gemacht, weil der zusätzlich noch The First Awaken für unseren Boy Ui Goku sind 25% auf seinen Angriff. Das hat der Godku nicht, Agel, aber diesen Agel Godku könnt ihr in dem Representatives of Universe 7 Team spielen oder Universe Survivor Saga Team zum Beispiel. Alles andere wäre eigentlich
Eigentlich hast du das Team so gut aufgebaut. Ich suche einen Supporter, habe keinen. Deswegen kann man das eigentlich so lassen. Aber wenn wir uns mal den Graphen ansehen, damit wir hier sehen, was es da zu sagen gibt. Wie gesagt, die Rotation bleibt sicher. Rosé mit Elegoku Black. Frage für dich, was machst du mit den anderen? Hältst du Uigoku und Gotku in einer Rotation? Oder LR Vegito Blue und Kakumoku Blue? Schwierig, weil LR Vegito Blue mit Uigoku zu halten. Ein Links ist nur Prepare for Battle. Das wäre nichts. Nehmen wir mal an, du hältst Uigoku mit Gotku in einer Rotation. Dann hätten wir LR Vegito Blue als Rotationscharakter und Kaioken Goku Blue auch. Kaioken Goku Blue macht seinen Job gut als Rotationscharakter, er ist bei der 100%, kommt allein zurecht, sorgt die anderen Rotationen mit gut Linkskill. LR Vegito Blue ist da ein bisschen lost in space, der ist irgendwo und nirgendwo. Du hast, glaube ich, auch keine anderen Vegito Blues gehabt. Ich würde es dennoch so lassen, weil ich würde jetzt nicht LR Vegito Blue ersetzen durch irgendeinen anderen Charakter, weil irgendein anderer Charakter hätte mehr oder weniger denselben Sinn. Der wäre auch ein Rotationscharakter, sag ich mal. Beziehungsweise es sei denn, du legst dir selbst fest, welche Rotation du haben möchtest. Wie gesagt, lange Rede, kurz Sinn aus deinem Charakter. Ist das eigentlich alles richtig gemacht? Würde ich genauso machen, das Team. 9 von 10 Punkten. Nur Frage an dich. Du müsstest quasi selbst überlegen, wie du die Rotation halten willst. Ja, Uigoku mit Gotoku kann man halt echt halten. Dann wäre Elevich Blue in einer Rotation, würde immer rein und rauskommen. Er kommt eigentlich individuell ganz gut zurecht. Wenn er drin ist, macht er gut Schaden etc. Oder du sagst, ich hab mal Bock auf LR Vegito Blue, dann lässt er halt mit Kaioken Blue. Da ist die Entscheidung bei dir, mein Freund. Du müsst quasi für dich selbst entscheiden. Aber ansonsten würde ich sagen, hast du aus deinen Charakterlisten das Richtige gemacht. Und da auch die Rotation und so weiter und so fort, dir hast gut ausgedacht. Alles klar. Kommen wir zum letzten Team von heute. Und zwar ist das letzte Team von Y Sorrow. Y Sorrow, lieben Dank fürs Einsenden. Und zwar schreibt uns unser Boy Y Sorrow. Hashtag Team Osuru. Hey Osuru, ich bin noch ziemlich neu in dem Game Dokkan Battle und deswegen habe ich dir mal meine gesamte Charakterliste geschickt, da ich nicht weiß, welche Leader denn der beste ist und mit welchem Leader ich mir das beste Team bauen kann. Ich habe noch nicht so viele Charaktere, deswegen hoffe ich, dass okay ist, dass ich meine ganze Charakterliste schicke. Ich liebe deine Videos und deine Art, mach weiter so, lieben Dank. Ist kein Problem, ist sogar gut, warum nicht? Dann stellen wir uns der Frage, beziehungsweise bevor wir weitermachen. Solche Anfragen bekomme ich oft, könnt mir gerne senden als Privatnachricht, Twitter oder Discord, erreicht mich am besten, Freunde. Ich habe zwar auch Instagram, aber in Sachen Instagram mit Privatnachrichten mich zu erreichen, ist sehr, sehr schwer, weil ich habe da keinen Zugriff über meinen PC und da die Mails auf dem Handy abzuchecken, ist eine schwere Arbeit, da tue ich mir schwer, tut mir leid, da bin ich aber ehrlich zu euch. Wenn ihr mich erreichen wollt, unbedingt zwingend, dann als Privatnachricht am besten über Twitter oder Discord. Instagram, falls ihr euch fragt, wozu hast du denn Instagram? Meine Freunde, Instagram ist quasi, als es rauskam damals, eigentlich nur, man konnte da nur Fotos posten, also Instagram ist für mich ein weiteres Social Media Tool, wo ich euch schnell was wissen lassen kann, per Fotos, per Stories und so weiter und so fort. Das geht auf jeden Fall sehr solide vorhanden und euer Support ist auf der Stelle auf jeden Fall auch nice. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, wo ihr mich erreichen könnt, am besten über Privatnachricht, Twitter oder Discord oder auf meinem Discord-Server in dem Hashtag Teambuild-Channel, falls ihr Fragen habt zum Teambuild. Aber der Frage gehen wir jetzt nach, nämlich Anfängerteams in Dokkan Battle. Wie könnten denn Anfängerteams aussehen, beziehungsweise was sollte ein Anfänger machen? Schauen wir uns das Ganze mal an dem Beispiel hier. Unser Boy nämlich. Viele, die jetzt neu mit Dokkan Battle angefangen haben, haben wahrscheinlich gesammelt in, sage ich mal, Gokus Banner oder Freezers Banner. Warum ist alles so hell? Keine Ahnung. Anyway. Gokus Banner oder Freezers Banner. Heißt, wichtig für euch ist zu wissen, welche Leader habt ihr und was ist deren Leader-Skill. Weil wenn ich mir seine Charakterliste mal ansehe, dann sehe ich schon wirklich zwei, drei gute Leader. Wir haben einen Super-Tech-Leader, Angel Goku. Wir haben Goku als Heroes-Leader. Wir haben, okay, Bardock wäre ein Physisch-Leader. Wir haben Evolution als Pure Saiyan-Leader. Wir haben Vegito Blue als Heroes-Leader. Und. Könnt ihr mal gerne reinsehen. Also du hast auf jeden Fall schon gute Leader. Und das hatte ich bei euch gemeint quasi, beziehungsweise bei, für Anfänger, die summon, was macht ihr im Prinzip bei Dokkan Battle? Ihr schaut erstmal, dass ihr ein Team zusammenstellen könnt mit den Charakteren, die ihr habt und dann questen könnt. Ja, dass ihr so weit wie möglich in der Quest vorankommt, dass ihr Stones farmen könnt und diese Stones dann in einem Banner ausgeben könnt, das aktuell online ist und alle, die momentan aktuell angefangen haben, haben dann wie gesagt in Goku gesammelt oder Freezer. Und diese beiden Banner sind wirklich sehr, sehr anfängerfreundlich, weil wir sind es an dem Beispiel hier. Unser Boy hat vor mehr, also überwiegend beim Gokus Banner gesammelt und mein Freund, du kannst schon direkt ein gutes Heroes-Team bauen. Ja, das ist das Geile an Goku, denn er hat keine Einschränkungen. Das ist für Anfänger sehr, sehr gut. Da könnt ihr wirklich einfach eure Heroes-Charaktere nehmen und reinklatschen. Vegito Blue hat die Einschränkung mit den Typen und dass sie vom Super-Type sein müssen, also mindestens Z-Awake. Das wäre ein bisschen schwerer für Einsteiger, aber deswegen
ist das Banner von Goku und Freezer eben so gut für Einsteiger gewesen. Und mich freut es auch, dass du so gut rausgegangen bist, weil ihr könnt dann direkt ein gutes Team bauen. Wie gesagt, Basic. Ihr geht her, guckt euren Leader-Skill an. Okay, an der Stelle hätten wir Goku, den nehmen wir als unseren Leader. Wir hätten noch Pure Saiyan Vegeta, aber wir nehmen mal, weil es einsteigerfreundlicher ist, einfach den Goku hier. Und wenn wir jetzt Pure Saiyan Team nehmen, dann könnten wir Vegito Blue zum Beispiel nicht spielen. Deswegen, weil es wirklich sehr, sehr einsteigerfreundlich ist, Goku als Leader. Er gibt jedem Hero seinen Boost, Leader-Skill, wenn er Awakening ist, ob Super Saiyan Goku sind, das Key Plus 3 für jeden Hero-Class-Unit. Also für jeden Super-Class-Unit, also beziehungsweise für jeden Helden, um es einfach zu sagen, gibt der Key Plus 3 auf HP Attack und F. 120%. Goku tust du rein, du hast Super Saiyan 3 Angel Goku, rein mit dem Evolution Vegeta, rein mit dem Vegito Blue, rein mit dem Kaioken Blue, rein mit dem. Und einen Charakter könntest du dir noch aussuchen. Diese Charaktere, warum habe ich gerade die reingetan? Das sind quasi deine besten Charaktere, die du hast in dem Spiel. Ja, merkt ihr daran, dass es individuell starke Namen sind vom Namen her, aber auch, weil sie im Dokkan Battle gut sind. Ja, damit meine ich die Anfänger, falls sie nicht wissen, welche Karte gut ist. So, ihr könnt ohne Wissen sagen, ein Vegito Blue ist gut, sage ich. Das meine ich damit. Die alle rein, einen Charakter hätten wir noch. Welchen Charakter nimmst du? Ich würde mich für einen Charakter entscheiden, der Super Saiyan hat. Man könnte auch Bardock nehmen, Elle, aber der liegt zwar nicht so gut. Warum Super Saiyan? Alle anderen haben Super Saiyan, dann ist mindestens auf jeden Fall immer Super Saiyan gedeckt. Wen du willst, ist dir selbst überlassen. Du könntest zum Beispiel mit reinnehmen. Hier sehe ich noch in der Ecke Super Saiyan Gotenks. Deswegen habe ich den Graphen mal hier so gemacht. Super Saiyan Gotenks habe ich noch mit reingenommen. So könnte dein Team zum Beispiel aussehen. Natürlich sind alle awaked, aber das ist dann quasi euer Ziel als Anfänger. Ja, ihr geht hin, baut euch ein Team, versucht so weit wie möglich mit diesem Team in der Story weiterzukommen. Wenn ihr merkt, okay, das geht nicht weiter, oder wenn ihr einfach Bock habt zu summen, dann summt ihr einen guten Banner. An dem Beispiel war es der Goku-Banner. Er hat ein gutes Team bauen können. Jetzt haben wir ihn ein gutes Team zusammengestellt. So sieht ein Team aus. Und jetzt ist deine nächste Aufgabe, deine Charaktere zu awaken. Heißt, du gehst her und tust deine Charaktere Step by Step awaken. Wen könntest du zuerst awaken aus der ganzen Liste? Na, zum Beispiel könntest du das Event von Kaioken Blue ganz easy schaffen. Mit dem Team bin ich der Meinung. Hauptziel wäre natürlich Super Saiyan Goku zu awaken. Mit dem Team könntest du vielleicht auch schaffen, weil du Angel Goku und Vegeta Blue hast. Wenn du noch einen guten Super Saiyan Goku als Friend nimmst, wäre das machbar. Aber in dem Fall Step by Step deine Charaktere awaken. Sei es, wenn du jetzt anfängst zum Beispiel mit Kaioken Blue, dann zu Gotenks rübergehst, dann zu dem Leader, dann zu Vegeta Blue, dann zu Evolution Vegeta. Das ist quasi deine nächste Aufgabe, Freunde. Und ich hoffe quasi, ich konnte den ganzen Anfänger quasi mit dem Einsetzen dieses Teams, danke dafür, beziehungsweise der Charakterliste, euch zeigen. Ey, den Anfänger vor allem. Guckt auf jeden Fall darauf, welche Charaktere hat welchen Leader-Skill bei euch, und dann baut euer Team dementsprechend herum und versucht dann quasi so weit wie möglich die Stories zu machen, Stones zu farmen, damit ihr weiter sammeln könnt, weiter euer Team stärken könnt, und dann versucht nach und nach eure Charaktere zu awaken. Ganz simpel gesagt, falls ihr mehr Informationen zu sowas haben wollt, zu Anfänger-Guides, in meiner Playlist Dokkan Battle Guides habe ich da 1, 2, 3, 4 Videos damals rausgehauen, zu der Zeit von vierfachen Goku zum Zweijährigen. Da rede ich zwar von vierfachen Goku und Vegeta, aber das habe ich im Allgemeinen dann gemeint. Wenn es in der Zukunft auch passiert, so wie jetzt, wenn ein Anfänger jetzt anfängt zu gutem Banner, dann ist das, was sie genau macht, das System, so wie ihr herangeht an das Spiel, genau gleich geblieben. Deswegen, wenn ihr es euch abchecken möchtet, könnt ihr es gerne machen an der Stelle. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall noch eine schöne Zeit, einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.